Bevor es jetzt mit dem eigentlichen Video losgeht zur Surfaces Cut Polish, kleine Anmerkung nochmal von mir an dieser Stelle. Ich habe diese Woche die Aktion mit den goldenen Tickets am Laufen. Ihr habt die Möglichkeit, diese Woche von Montag bis Sonntag, ich gehe davon aus, dass dieses Video irgendwo so Dienstag, Mittwoch erscheinen wird, jeden Tag ein goldenes Ticket zu gewinnen, wenn ihr im Onlineshop ein Sonax-Produkt bestellt. Gewinnen könnt ihr einen exklusiven, limitierten Workshop für 7 Personen. Hier bei mir zusammen mit Christian Resch, dem International Master Trainer von Sonax und dem Richard Hanauer, der, glaube ich, muss ich nicht viele Worte drüber verlieren, zur absoluten Elite von Sonax zählt. Mit diesen werdet ihr hier bei mir in der Halle einen exklusiven Workshop machen. Ihr werdet oder könnt diesen beiden Personen den ganzen Tag Fragen stellen, Tipps und Tricks euch angucken, abschauen und euch wirklich die gesamte Produktpalette einmal zeigen lassen. Also ein megamäßiger Workshop. Was müsst ihr dafür tun? Nur einfach diese Woche bei mir im Onlineshop bestellen und in dieser Bestellung muss mindestens ein Sonax-Produkt enthalten sein. Dann nehmt ihr automatisch dran teil und wenn ihr Glück habt, könnt ihr eines der goldenen Tickets gewinnen, wo ich jeden Tag quasi eines verlosen werde. Gut, so viel dazu. Schaut auf jeden Fall in den Onlineshop mal rein, bestellt ein Sonax-Produkt und habt die Möglichkeit, dran teilzunehmen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Willkommen zurück. Willkommen zu diesem neuen Video. Es ist schon eine Zeit lang vergangen, wo ich das erste Video gedreht habe zu meinen Lieblingspolituren. Wir schmeißen uns heute an den zweiten Teil. Ein Jahr circa ist vergangen. In einem Jahr passiert ziemlich viel. Das heißt, wir gucken uns heute meine 5 Lieblingsschleifpolituren an. Mehr nach dem Intro. Viel Spaß mit dem Video. Willkommen zurück. Ich habe es eben gerade gesagt. Wir haben vor circa einem Jahr das erste Video gedreht zu meinen 5 Lieblingspolituren. Nachfolgend habe ich mir eigentlich überlegt, es ist natürlich schwierig, 5 Polituren in einen Topf zu werfen. Die sind ja eigentlich grundsätzlich von der Funktionsweise extrem unterschiedlich. Das heißt, wir werden uns heute in diesem Video meinen 5 Lieblingsschleifpolituren widmen. Ist ja mittlerweile ein Jahr her, seit ich das erste Video gedreht habe. In einem Jahr passiert ziemlich viel. In einem Jahr kommen viele neue Polituren auf den Markt. Da hat sich doch so ein bisschen was getan und ich möchte euch in diesem Video meine 5 Lieblings-Heavy-Cut-Schleif-Polituren eben zeigen, die ich im alltäglichen Aufbereitungsgeschäft verwende oder ich sage jetzt mal relativ oft verwende. Wie diese zum Einsatz kommen, warum, wieso und weshalb erfahrt ihr in diesem Video. Wir fangen an mit der Nummer 5. Nummer 5 ist tatsächlich die X-Cut 0505. Ihr kennt das selber. Man muss ja nicht immer roter fahren, man hat nicht immer Lust, roter zu fahren. Oder manchmal funktioniert die Kombination auf einer X-Center besser. Das ist manchmal immer so ein bisschen lackabhängig. Und hier ist es tatsächlich so, verwende ich extrem gerne, gerade in Verbindung mit X-Center, Mikrofaser Cutting Pad oder Sonax Hybrid Wool Pad, die X0505. Ist eine super Politur, extrem staubarm und hat für eine X-Center Politur richtig Biss. Diese nehme ich wirklich auch nur auf X-Center, nicht auf Rota, deswegen aber auch hier der Begriff X-Cut. Es gibt hier die X0406 und die X-Cut 0505 ist eben, wie gesagt, eine reine X-Center-Politur beziehungsweise wird von Sonax für eine X-Center verwendet. Schöne bei den Geschichten ist, auch gerade die Sonax-Polituren ist ja so, keine Flecken auf Kunststoffen, keine weißen Ränder, keine weißen Flecken und. Ist extrem angenehm. Man müsste theoretisch nicht abkleben. Machen sollte man es natürlich trotzdem, aber sie hinterlassen zumindest keine Flecken und die Politur hat wirklich einen extrem guten Abtrag und einen wirklich schönen Biss. Das ist meine Nummer 5, verwende ich tatsächlich häufiger, als man denkt. Und da sind wir schon bei der Nummer 4. Es handelt sich hier um die Effectum Blue Cut. Ist eine Politur, die ich gerne verwende, wenn ich wirklich sage, okay, ich habe jetzt heute mal Lust, mal wieder X-Center zu fahren, X-Center Cut zu fahren. Ist tatsächlich so, dass die Politur auf einer X-Center-Maschine in Verbindung mit einem Mikrofaser-Cutting-Pad, Hybrid-Wool-Pad, also Schleif-Pads auf einer X-Center, einen extrem starken Abtrag hat. Also wirklich, der Abtrag ist massiv. Man kriegt tiefe Defekte sehr angenehm raus. Wie gesagt, gerade aber in Verbindung mit einem Mikrofaser-Cutting-Pad und einem Hybrid-Wool-Pad, also stark abrasiven Pads, macht diese Politur wirklich tabula rasa.
Das Schöne bei der Geschichte ist, wenn ich die Politur ein bisschen länger ausfahre, habe ich auch ein sehr gutes Finish, also ein sehr gutes Finish für eine Schleifpolitur. Natürlich so einen leichten Grauschleier drin, aber ich habe nicht diese tiefen Ausschläge drin, sprich, die sind sehr einfach zu entfernen. Dann kann ich eigentlich mit jeder Ultrafeinpaste, Hochglanzpaste, wie auch immer, problemlos entfernen. Und wie gesagt, hat wirklich gut Biss. Hat es an diesem Platz nur auf Rang 4 geschafft. Sie hat zwar mehr Abtrag als die X0505, aber man merkt, die Formulierung ist ein Tick älter, sage ich jetzt mal. Sie neigt zu einer leichten Staubbildung, deswegen auch nur Platz 4 in meinem Ranking zu den Heavy-Cut-Polituren. Und wir machen weiter mit Rang 3. Hier sind wir auf Rang 3. Rang 3 hat es geschafft, bei mir zumindest im täglichen Einsatz, die Ultimate Cut von Sonas. Ist für mich vom Cut her, jetzt kommt der große Clou, ist vom Cut her meines Erachtens nach stärker wie die X0505. Ich kann sie sowohl auf Rotas, sowohl auf Exzenter fahren und habe eigentlich in jeder Kombination extrem starken Abtrag, eine gute Kratzerkorrektur und. Hat nicht ganz so schönes Finish, weil, wo gehobelt wird, fallen Späne, neigt auf den Exzenter, gerade im Hype Wuppet, zu so einem ganz leichten, starken Grauschleier, je nachdem, wie lange ich die Politur ausfahre. Hat genauso viel und einen Tick mehr Cut wie die, also meiner Meinung nach, wie die Blue Cut von Effectum. Aber, und das muss man Sonax lassen, und deswegen nehme ich die Polituren mittlerweile extrem gerne, schon seit einer längeren Zeit, aber auch, weil auch diese Politur wirklich zu eigentlich keiner Staubentwicklung tendiert. Natürlich ist es so, wenn das Pad frisch ist, nagelneu, noch nicht gesättigt, dann staubt jede Politur. Ich hatte es ja schon mal erklärt in den Poliervideos, aber jetzt kommen wir zum Punkt. Bei der Politur ist es wirklich so, also hier kann man wirklich von absolut Low Dust und minimalster Staubentwicklung sprechen. Und deswegen nehme ich diese auch sehr, sehr gerne. Und auch hier ist es so, die Politur hinterlässt auf Kunststoffen keine weißen Flecken. Ihr solltet, wie ich es bei der X0505 schon gesagt habe, natürlich abkleben. Aber auch diese Politur, wie gesagt, hinterlässt keine Flecken. Nehme ich sehr, sehr gerne bei wirklich zerballerten Fahrzeugen, die richtig kaputt sind. Ja, geht die wirklich, wirklich gut. Lammfell oder Mikrofaserpad, beiden Maschinen einsetzbar. Und das, finde ich, ist der große Vorteil. Das ist keine reine Exzentermaschine. Es ist eine Politur für beide Systeme und funktioniert auf beiden Systemen auch extrem gut. Daher ist das meine Nummer 3. Jetzt ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden, zwischen Platz 1 und Platz 2 zu wählen, weil ich beide Polituren sehr, sehr gerne verwende. Beim Platz 2 ist tatsächlich ist eine neuere Politur, die es erst so roundabout seit einem halben Jahr circa gibt, aber die ich tatsächlich, seit es sie gibt, ultra oft verwendet habe und ich mit Sicherheit schon mal so in der Aufbereitung 1 bis 2 Liter durchgewuppt habe. Also da muss ich echt sagen, diese verwende ich seit Erscheinen der Politur ultra gerne, weil wenn es um extreme Kratzerentfernung geht und um extremen Abtrag, wie zum Beispiel mal 1000er Schliff zu entfernen, ohne Zwischenschliff, dann verwende ich tatsächlich sehr, sehr gerne die Politop Diamond 2000 Ultimate Cut. Ist mein persönlicher Rang 2. Liegt einfach daran, dass ich diese unfassbar gerne verwende. Momentan zumindest, also wirklich, die ist rausgekommen. Ich habe die erste 250 Milliliter Flasche leer gemacht und danach habe ich sie eigentlich nur noch in Litergebinden bestellt und verwendet und auch wirklich sehr häufig verwendet. Ein großer Vorteil, den ich einfach hier sehe, ist die extreme Schleifleistung, die sie hat, bei, und das hatte ich in den Videos ja auch schon mal erwähnt, gleichbleibend gutem Finish. Ja, sie füllt nicht und ist wirklich vom Cut her extrem. Sprich, wenn ich zum Beispiel stark zerschlissene Fahrzeuge habe, Lammfell, Hyper-Wool-Pad, sind Kombinationen, wo die Politur unfassbar gut läuft. Bei, ich sage auch mal, das ist auch so das Angenehme, auch bei der Politur, wie aber auch bei den anderen, kein starker, lösemittelhaltiger Geruch und eine geringe Staubentwicklung. Sie staubt, das ist so der einzige Wermutstropfen, dass, wenn ich sie lange ausfahre, die Politur tatsächlich zum Stauben neigt. Ist aber auch wirklich so das Einzige. Ansonsten nehme ich die Politop extrem gerne, weil die halt wirklich vom Abtrag her richtig Tabula Rasa macht. Braucht man nicht bei jedem Fahrzeug, ich weiß, aber
ihr wisst, wie es ist, wenn ich ein unischwarzes Fahrzeug habe, experimentiert man nicht gerne, sondern ich nehme die Politur, wo ich denke, okay, ich packe in quasi einem Schleifgang möglichst viel Abtrag, dass ich einfach ein vernünftiges Ergebnis hinbekomme, denn Zeit ist Geld. Und wenn ich die Politur dann wirklich noch lange ausfahre, bin ich hier eigentlich schon fast bei einem One-Step, sprich ich habe ein sehr, sehr gutes Finish, ich habe keine starken Hologramme oder ähnliches, also das muss ich sagen, ist meine Nummer 2, die Polytop 2000. Ja, jetzt kommen wir zum Rang 1. Ist mir, wie gesagt, persönlich sehr schwer gefallen, weil, ja, alle 5 Polituren sind eigentlich extrem gut. Und ich sag mal, bei Polituren ist es ja schwierig, weil auch ihr eure Vorlieben einfach habt. Nur weil ich diese Polituren sehr gerne verwende, heißt das nicht, dass es euch eben genauso geht. Ihr, wenn ihr Manzana 400 mögt, ja, Koch Chemie H9 sind alles hervorragende Polituren. Ich habe mich jetzt nur für mich daran orientiert, welche Polituren ich wirklich innerhalb diesen Jahres oder ich sag mal innerhalb des letzten Jahres oder je nachdem, also seit Erscheinen des letzten Videos, sagen wir so, am häufigsten verwendet habe. Wirklich im täglichen Aufbereitungsgeschäft, zu welchen Polituren ich am häufigsten ins Regal gegriffen habe und aus welchen Gründen auch immer. Danach habe ich mich persönlich orientiert. Und hier muss ich sagen, ist es mir gerade bei Platz 1 schwer gefallen, denn ich habe den Vorgänger schon extrem gerne verwendet, weil das Finish hervorragend war und habe mich jetzt eben für den Nachfolger entschieden, den ich seit 3 Wochen sehr oft verwendet habe, weil mir einfach das Ergebnis und die Politur sehr zusagen und extrem gefallen. Und zwar ist die Rede von der neuen Surfaces Cut Polish. Ihr hattet wahrscheinlich das Video den letzten gesehen. Die existiert jetzt so seit 2-3 Wochen auf dem Markt und ich habe die wirklich in den letzten, sagen wir, 3 Wochen fast jeden Tag benutzt. Das ist die fast leere Flasche, die ich mir ganz am Anfang geholt habe. Mittlerweile steht hier auch die Literflasche im Regal, beziehungsweise hier irgendwo auf dem Wagen. Das ist jetzt noch die alte Version. Die neue steht hier auch auf dem Wagen quasi drauf. Nehme ich extrem gerne. Ich hatte sie sogar schon vor Release tatsächlich. Also ich konnte sehr, sehr lange schon damit rumspielen, tun und machen. Was mir bei der Politur ist einfach gefällt, ist der extreme Abtrag, gerade auf Fell. Sie ist von der Verarbeitung her sehr angenehm, dadurch, dass die Politur schon wirklich nach dem zweiten Kreuzstrich schon quasi transparent wird und ich wirklich Defekte auf dem Lack sehe und gezielt angehen kann. Sprich, ich kann sie bewusst anfahren und versuchen zu entfernen. Ich sehe also das Polierbild schon wirklich extrem gut durch diese Politur. Sie riecht, und das finde ich, ist halt ein großer Vorteil. Das ist Geschmackssache, aber selbst wenn ich mit der Nase so rangehe, noch eigentlich nichts. Also sprich, wenn ich den ganzen Tag in so einer Politur arbeite, habe ich einen extrem geringen Lösemittelanteil. Sprich, ich bade nicht den ganzen Tag in diesem Geruch. Ist für viele uninteressant. Ich sag mal, Leute, die vielleicht 1-2 Autos die Woche machen, ist das nicht so wichtig. Aber mir ist das wichtig, weil ich den ganzen Tag in der Halle mit diesen Polituren arbeite und ich einfach für mich gesagt habe, okay, für mich ist es angenehmer, wenn die Polituren quasi nach nichts riechen. Großer Vorteil für mich, wenn ich sie rotativ ausfahre, kann ich eigentlich mit der Politur einen One-Step fahren, sprich, ich cutte extrem stark, also ich habe schon mit der auch, ich sag mal so ein 1000-1500er Schliff auf Fell problemlos damit spurenfrei entfernt. Und ich hatte hier ein Fahrzeug mit stärkeren Kratzern am Dach, 1500er angeschliffen und habe gedacht, weißt du was, ich probiere jetzt einfach mal, was geht und habe quasi in einem One-Cut die Defekte entfernt und ich war sogar noch hologrammfrei und das ist halt schon geil. Sprich, ich kann die Politur, wenn ich sie dementsprechend länger ausfahre, sehr gut verwenden für One-Step-Geschichten in der Theorie. Also wenn man auf sicher gehen will, sollte man natürlich einen zweiten Gang fahren. Die Politur verhält sich extrem gut, auch in Verbindung mit einem Optimizer oder einem Prepare. Sprich, um die Polierdauer zu verlängern und gezielter oder schöner ins Finish zu fahren. Ja, wie gesagt, ich verwende sie jetzt schon seit teilweise über 3 Wochen jeden Tag. Wirklich, also Vollgas und muss sagen, ich nehme sie eigentlich wirklich sehr, sehr gerne, weil Lackabtrag und Finish, das stimmt einfach bei dieser Politur. Aber einzige Wermutstropfen natürlich auch hier, und das muss man einfach sagen, wie es ist, die Politur ist eigentlich nur was für Leute, die mit Rotationspoliermaschinen arbeiten, denn hier ist es so, dass das Polierkorn extrem stark ist. Es hat wirklich Leistung, aber ich brauche einfach die Power einer Rotationsmaschine, um dieses Korn sauber zu zerlegen. Das wird also für viele Leute nicht sein, die mit Mikrofaserpad und Excenter-Maschine arbeiten. Hier fehlt der Maschine einfach die Kraft und der Druck,
dieses Korn zu zerlegen. Man wird also nicht dasselbe saubere Polierbild haben wie mit einer Rotationsmaschine. Das muss ich an dieser Stelle einfach sagen. Bei mir ist es allerdings so, ich arbeite sehr, sehr gerne mit einer Rotationsmaschine, egal ob Fell, Bullpad oder ein hartes Pad oder wie auch immer, sondern ich komme halt mit dieser Politur daher einfach sehr gut zurecht und ist deswegen mein Platz Nummer 1. Gut, wir werden das Ganze jetzt auch nochmal machen mit Finish-Polituren, denke ich mal. Ich warte jetzt einfach mal ab, wie euer Feedback zu diesem Video ist. Sprich, schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare. Bin ich wirklich neugierig darauf. Sprich, wenn euch das Format gefällt und ihr wissen wollt, welche Medium-Finish-Polituren ich am liebsten verwende, dann schreibt das ruhig mal unten in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Gebt einen Daumen nach oben oder unten, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao!